Mutti, komm mal her. Puff, tot. Na fein, mein Schatz, hast du das gemacht. Da gibt's auch ein Feini für dich. Kennt ihr noch den Trick, den heftigsten, den ich immer beigebracht habe? Mein Hundi hat endlich seinen Trick richtig gelernt. Hallo, ihr Lieben, und schön, dass ihr am Start seid in meinen bescheidenen vier Wänden. Ich bin zu Gast beim Sexplus-Kanal und ich werde euch so ein bisschen heute meinen Tag zeigen. Wir werden ein bisschen gucken, wie mein Tagesablauf ist, werden eine Kleinigkeit snacken, werden auch noch trainieren. Ich werde hier dem Kollegen Danny heute ein bisschen versuchen auseinanderzunehmen, werden dann und wahrscheinlich auch noch hier eine Kleinigkeit danach genehmigen und ich denke mal, wie man es von mir kennt, auch noch einen Döner snacken. Ich werde euch so meinen Lieblingsdöner in der Umgebung zeigen. Ja, und dann hoffe ich, euch gefällt das Video. Vielleicht zeige ich euch auch noch was hier von meinem Haus. Ja, und dann würde ich sagen, legen wir erstmal los. Was, jetzt wollen wir es wissen. Gesundes Frühstück hier heute. Was ist typisches Frühstück, weil du sagst, das gönnst du dir? Ja, also ein schönes Frühstück. Ich starte gerne mit was richtig Gesundem, damit ich eine gute Grundlage habe. Ich versuche wirklich irgendwie, ich sag mal, ganzheitlich mich zu ernähren und einen guten Ausgleich zu finden zu meinen Food-Videos. Das heißt, ich gucke irgendwie, dass ich meine Nährstoffe kriege. Natürlich genügend Eiweiß, aber auch nicht übertrieben, sodass ich halt meiner Meinung nach eine runde Ernährung habe. Und so starte ich morgens gerne mit ein bisschen was Gesundes. Und da gehen wir einfach mal in den Garten, pflücken uns was. Stimmt. Vielleicht siehst du irgendwas, wo du sagst, so, das baller ich mir jetzt rein. Gleich eine Chilischote, vielleicht bist du Scharfesser. Mein Name ist Danny Amore und das ist die Ich esse Chilis mit Holle Challenge. Das regt schon mal schön den Magen an. Halt mal ab. Oh, hier kriege ich aber Schuck auf. Ich weiß nicht, wie die das immer machen und so tun, als wäre nichts los, aber ich krieg Schuck auf. Oh, scheiße. Was hilft? Was hilft dagegen von den Kräutern? Wir müssen gleich Milch hier. Ach, komm, Danny. Ein bisschen schärfer als gedacht. Oh, da habe ich nicht mit gerechnet. Da ist echt jede anders scharf. Oh, schmeckt das gerade im Ohr. Das ist wirklich anders dumm, ne? Ja, ich weiß, das war echt so dumm. Wie kann man so dämlich sein, Mann? Ich schreck mich selber. Ich bin zugleich stolz, dass ich so eine prächtige Chilis-Geschichte gezüchtet habe. Sondern ich esse auch gern Rohkost. So, wisst ihr, Gemüse schön und gut, alles geil. Aber man verkocht auch schnell und nimmt sich dadurch, so sage ich mal, den Wirkstoff vom Gemüse, was halt einfach vorteilhaft für den Körper ist und kocht alles weich, dass es schmeckt. Und ich snack einfach auch ganz schnell, einfach weil es kein Aufwand ist. Ich könnte jetzt auch einen Salat machen, Öl drauf und. Aber ich schneide mir hier einfach ein bisschen rote Beete und snack die so weg. Weil ich jetzt Besuch habe, mache ich noch so einen ganz bisschen kleinen Salat. Ne? Die werde ich so anbieten, die rote Beete. Puh, langsam hast du schon, wenn der Schmerz nachlässt, nach dieser Chili. Hol mir eine Zwiebel, mach einfach so einen ganz kleinen basic Salat jetzt fertig. Ich weiß, ich werde trainieren, baller mir gleich noch einen kleinen Eiweißshake. Dann geht's weiter in den Tag, aber so starte ich erstmal. Ach, ihr müsst wissen, so bei mir, mein Lifestyle, ich habe halt Family zu Hause, ich habe ein Kind zu Hause, ich habe einen Hund zu Hause. Normalerweise habe ich jetzt meinen Sohnemann. Dann greife ich mir den, der kommt in den Kinderwagen, dann heult er rum, weil er eigentlich keinen Bock hat. Und dann gehe ich nochmal mit dem Hundi raus. Ich zelebriere das richtig so, ich mag das gerne. Ich gehe anderen Leuten immer mit meinem Gesundheitswahn so ein bisschen auf den Nerv. Ich denke mir so, solange ich niemanden versuche zu missionieren und dich zu labern, mache ich mein Ding so, wie ich Bock drauf habe. Das bringt mir Spaß. Genau, und so ist mein Lifestyle. Ihr müsst wissen, hier in dem Haus lebe ich noch nicht so lange. Das war immer für mich ein Lebenstraum, so einen Garten zu haben, wo ich selber Sachen anbaue, morgens halt rausgehe. Das ist für mich einfach ein Riesentraum in Erfüllung gegangen. Ich gehe raus, pflück mir eine Gurke, pflück Tomaten aus dem Garten und mache mir so Salat fertig. So, das ist für mich einfach der Inbegriff von dem, was ich mir immer erträumt habe. Den kleinen Traum konnte ich mir erfüllen. Bei mir ist halt auch so, ich mache ja auch Twitch, ich mache ja komplettes Programm, was Social Media angeht. Und bei Twitch habe ich auch angefangen. Ich habe wirklich über anderthalb Jahre fast, habe ich dann zwei, meistens dreimal die Woche gekocht und wirklich sehr viel auch mich weiterentwickelt. So. Also Kochen ist wirklich für mich, ist von meinem Vater gelernt, der ist Koch gewesen und habe dann wirklich die übelsten Gerichte auch gekocht. 4, 5, 6 Stunden. Wirklich auch teilweise mit Teig Brot selber gemacht, Brötchen selber gemacht. Ja, und habe das auch so ein bisschen Social Media einfließen lassen. Und es ist halt auch Leidenschaft von mir. So, ich habe irgendwann mein erstes YouTube-Video mal gemacht, wo ich gekocht habe. Früher habe ich ja, also inzwischen kenne ich die Leute von Döner-Tests. Ganz früher habe ich meine Lebensgeschichte erzählt. Da habe ich halt erzählt, so wie ich angekommen bin, wo ich jetzt bin. Habe ich mal ein, zwei Kochvideos gemacht und habe einfach gemerkt, wie sehr mich das erfüllt. Und habe gemerkt, abgesehen von meinen Geschichten, die ich da erzähle, dass ich einfach das Kochen anfange und habe gemerkt, oh, da kommt voll die Energie und das bringt Spaß. Und ich fange an zu reden so, ich fange an, irgendwie aus mir rauszukommen.
Und das ist vielleicht auch so ein Grund gewesen, wie ich dann irgendwann auf diese Food-Videos kam, dass ich irgendwann mal was essen, zu essen getestet habe und habe gemerkt, so, ich esse das. Bin halt kein gelernter Koch, gar nichts. Ich finde, ich kann recht gut erklären, was ich da esse und wie das schmeckt. Das ist so mein Talent. Hab gemerkt, das gibt mir irgendwie voll was, ihr Essen rein zu flashen. So, geh mal den besten Döner testen in Osnabrück. Und ich sag euch, ich esse 50 Döner und jeder Döner ist so sehr unterschiedlich. Und das hört sich manchmal, finde ich, könnte man denken so, der überlegt sich vorher, oh, geht noch, blättert nochmal den Duden durch, welche Wörter habe ich noch nicht benutzt, was kann ich da erzählen über das Essen. Aber ein Essen ist für mich, da passieren so viele Dinge in meinem Mund, mit mir, was in meinem Kopf abgeht. Ja, und dann beschreibe ich einfach mein Essen und mein Blog, so meinen Tag. Erzähle, wie das Essen ist, wie das Essen schmeckt, gebe das an die Leute. Und das bockt mich einfach extrem. Also ich gehe komplett darin auf. Ja, und so ist ein bisschen mein YouTube-Kanal oder mein Content entstanden, den ich jetzt letztendlich abliefere an die Leute. Danny, du bist eingeladen, dir jetzt ein bisschen rote Beete reinzupfeifen mit mir. Das ist Pflichtprogramm, die beiden musst du. Die werden auch mit Schale gegessen, ist bei vielen Sachen so, bei manchen aber auch wieder nicht. Hier sind Enzyme in der Schale, kann es besser verdauen, denn deshalb schält man die nicht. Roh noch, natürlich alle, die ganze Nährstoffspektrum erhalten, nicht geschmeckt. Das ist der geilste Sache, die du essen kannst. Voll lecker. Mhm. Kleinen Salat für dich. Den werden wir uns jetzt nebenbei geben. Und dann würde ich sagen, ballern wir uns noch einen kleinen Shake rein nebenbei. Das ist eine gute Idee. Mhm. Trainieren ja gleich. Dann brauchen wir auch ein bisschen was für vorweg. Ich gebe dir immer mal einen Löffel, ne? Ich bin mit Löffel immer entspannter. So, ich bin tatsächlich bei so Eiweiß, ne? Ich bin immer basic unterwegs. Ich hole mir die Special-Sorten. Ich finde die auch geil, aber dann langt einmal, finde ich. Und dann hole ich mir wieder die Standard-Sorten und das ist für mich so Dauerbrenner. Muss er dazu sagen, das Schoko ist also das Geilste. Also es gibt viele Schoko, aber das Schoko von Sek ist wirklich, finde ich, eines der stärksten Schokos, die da sind. Wenn man Schoko mag und ich bin absoluter Schoko-Freak, dann bist du da an der richtigen Adresse, da kannst du halt nichts falsch machen. Oha. Jawohl. Das Ding ist, ich habe den richtigen Becher dafür gerade nicht am Start. Gut, dass die Frau gerade nicht da ist, oder? Ja, ja. Aber du bist generell auch hier groß geworden, ne? Buxtehude? Oh. Ja, Leben lang in Buxtehude gewohnt. Zwischendurch war ich dann mal außerhalb, weil ich ja damals ein bisschen Probleme gekriegt habe, viel Scheiße gebaut und dann habe ich ja zu viel gefeiert. So ein kleines Suchtproblem gehabt und dann wegen Therapiegründen und so war ich dann mal auswärts. Habe dann so eine Suchttherapie gemacht. Da war ich auswärts, aber sonst war ich mein Leben lang in Buxtehude. Einmal noch kurz wegen Ausbildung für ein halbes Jahr auswärts gewesen. Und dann habe ich meine Ausbildung verloren. Was war das für eine Ausbildung? Das war damals, meine erste Ausbildung war Verkäufer. Danach habe ich noch großen Auslandskaufmann gelernt. Aber damals im Betrieb habe ich mich wieder ein bisschen, ich hatte damals ein kleines Problem, man kennt das so ein bisschen. Also ich habe generell ein Chefproblem, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Und dann habe ich da meine Ausbildung verloren, musste dann woanders arbeiten und dann bin ich wieder nach Buxtehude gezogen. So, aber ich konnte die Ausbildung weitermachen. Ich finde es aber geil, dass ihr alle auch so heimatverbunden seid. Wenn ich alle sage, dann meine ich euren Club, sag ich schon, euren Trupp, der auch so nach außen rüberkommt, der ja von hier ist. Also ist ja irgendwie mittlerweile echt schon so ein bisschen wie eine Hochburg, ne? So Buxtehude. Ja. Bei mir ist halt so, ich bin auch, bisher ist ja so im Trend dieses, ich weiß nicht, ob das früher nicht so war, ich glaube, es ist mehr geworden, auch durch die Möglichkeiten, aber dieses immer verreisen müssen. Die Leute haben den Anspruch, irgendwie, ich muss fünfmal im Jahr im Urlaub gewesen sein, ich muss viel von der Welt sehen. Mein Vater ist da so wie ich, ich verreise gerne, wenn ich Zeit habe, aber ich bin einfach auch gerne zu Hause. Wenn ich fünf Jahre nicht verreist bin, mich juckt das nicht. Also manchmal mache ich lieber hier meinen Urlaub, habe meinen Lifestyle, weiß, was ich machen kann. Habe ich mehr Erholung, als irgendwie in Urlaub zu fliegen. Und ich liebe einfach hier die Gegend und ich bin gerne hier. Habe meine Leute hier, gehe spazieren, grüße jemanden, sehe jemanden, den ich kenne. So, finde ich einfach schön. Was sagst du zum Salat? Hat dir geschmeckt? Mega. Ja? Mega. Auf zum Sport, würde ich sagen, oder? Auf zum Sport. Guter Plan, Mann. Richtig gute Zeit dafür. Ja, bereite noch mal ein bisschen was zu trinken vor. Ja. Feinster Staub. Das ist der feinste Staub, Mann. Können wir das auch durch die Nase ziehen? Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ich würde noch mal riskieren, so, ob das vielleicht auch knallt. Also dann machen wir uns mal erstmal ein bisschen warm. Kannst du eigentlich allen Scheiß machen, den du machst. Der eine hat Probleme mit dem Knie, der andere Probleme mit der Hüfte. Ich hatte auch immer Unterrücken, habe ich auch sehr gerne. Hatte ich auch mal, weiß ich noch, einen Stehschreibtisch gekriegt. Ja. Den hatte ich auch vom Amt damals bekommen, weil ich eine Umschulung gemacht habe. Geil. Ja, und dann habe ich den verkauft nach einem Monat, weil ich mich mit der Chefin gestritten habe. Schön.
Wofür ging die Kohle drauf? Da hab ich wirklich gut investiert. Wirklich, da war ich schon voll auf dem Ökotrip. Okay. Hier habe ich in Nahrung, in meine gute Biokost habe ich investiert. Sehr schön. Ja. Ich bin immer am Start, Mann. Ich bin so, ich sag's dir, wenn jetzt jemand sagt, lauf einen Halbmarathon ohne Vorbereitung, ich mach. Ich heb jetzt zwar keine 100 Kilo auf der Bank, aber ich bin halt so gut dabei, um das so zu sagen. Mhm. Ein, zwei Burpees machen wir mal, ballern wir gleich 15 Stück. Oh. Oh. Dann geht's ein bisschen in die Sidestep, Danny. Her! Jetzt halt dich warm, Bruder. Jetzt geht's langsam los. Jetzt geht langsam los jetzt. Und komm, noch mal 10. Oh. Viel zu fett geworden. Oh. Jetzt willst du tun, als würdest du mir nichts ausmachen. Also mich macht das auch platt. Können wir irgendwelche Saunaathleten haben? Weiß ich plus. Wann war dein letzter Urlaub? Warst du in Türkei, oder? Urlaub war in Marokko das letzte Mal vor 3 Monaten. Agadir. Und sonst bin ich ja immer nur Film. Und dann schreiben mich auch immer die ganzen Leute an, die mich kennen, auch, sag ich mal, Bekannte, und sagen, ja, lass den chillen. Aber die wissen nicht, wie mein Dreh läuft. Wenn ich losfahre drehen, dann fahre ich hin. Ich muss 3 Restaurants in 5 Stunden testen, muss dann entweder nach Hause wieder oder ins nächste Hotel. Da habe ich keine 10 Minuten Zeit. Und da ist wieder der Punkt, alle denken, ich bin voll unfreundlich und abgehoben. Aber ich habe einfach keine Zeit. So. Schaffe ich einfach nicht. Leute auf Instagram denken ja, ich trainiere weniger. Ich kriege immer nach, trainierst du eigentlich noch? Ja, Mann, ich schwör's dir immer. Aber ich habe dann auch keinen Bock mehr. Dann hast du Family, hast keine Zeit mehr, jeden Tag alles zu posten. Mhm. Und ich kann einfach nicht ohne Training. Und man sagt so, also ich habe das auch mit meinem, sag ich mal, ich habe ja viel gelesen, mich darüber informiert. Und es ist einfach wahr, der Körper ist ein Bewegungsapparat. Wenn du dich nicht bewegst, dann verkümmert dein Körper. Und du hast so viel Energie in dir. Wenn du deine Energie nicht in die Bewegung steckst, geht sie in deinen Kopf und die zerstört deinen Kopf. Dein Kopf ist nicht dafür aus, dass du den ganzen Tag sitzt und deine ganze Kraft in deinen Kopf geht, dann wirst du depressiv. Mhm. Du musst dich bewegen und das ist der Körper, das ist der Geist, das ist die Psyche, Physiologie des Körpers. Schiene muss geschmiert werden. Ja, genau. Ja, Leute, wir haben ein bisschen trainiert. Ich hoffe, Danny, ich konnte dich ein bisschen fordern. Wir machen nächstes Mal, also jetzt mit Ansage, nächstes Mal Gymtraining. Hand drauf, gerne. Nächstes Mal Gymtraining. Aber nicht so viel Beintraining, Bruder. Vor allem mit Gewichten, meine Knie sind matsch. Servus. Ah, Danny, hat dir mein Training geschmeckt? Schmeckt dir gar nicht. Die Chili ist zu scharf, das Training viel zu anstrengend. Aber du hast heute noch eine Überraschung, die schmecken wird, ne? Ich wollte dir mein Streamingzimmer noch zeigen. Das schmeckt. Ach ja, und den Döner. Auf den warst du, glaube ich, aus. Wann hast du so Social Media angefangen? Ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? Hops genommen, ich komme von der Seite. Social Media, 3,5 Jahre ungefähr ist das her jetzt. Hab damals angefangen, erstmal wirklich ganz wild, was auch meine Leidenschaft ist, so ein bisschen zu entertainen, Sketche zu machen. Ich habe da verschiedene Rollen gehabt. Dr. Holle, der Coach, der große Holdini. Und jetzt? Mr. Foodtester. Jetzt bin ich Foodtester. Und ich kann ja oben mal den Streamingraum zeigen, dann erzähle ich, wie das so ein bisschen dazu gekommen ist. Abfahrt. Morty, kommst du mit? Mit Hantelbank. Ja, muss. Ja, hier ist mein Reich quasi, wo ich dann flüchte vor meiner Freundin, die mich dann gegebenenfalls mal zum Nervenzusammenbruch bringt. Das beschreibt Holle. Nur ein Bild. Das ist wirklich, ich sag euch, das ist eine effektive. Wollen wir einmal die Übung einmal durchführen, Danny? Alles klar, Digga. Ja, das ist mein Trainingszimmer. Also, wir haben ja ein Trainingsvideo gedreht, da habe ich auch viel über mein Training und mein Lifestyle, meinen Bezug zum Training erzählt. Sport ist mein Leben. So, auch wenn man es oft auf Social Media nicht mehr sieht, weil ich halt einfach auch meinen Vater-Lifestyle inzwischen leben muss. Ja, deshalb manchmal nicht zu diesen Instagram-Ding komme, weil ich halt auch für YouTube mache. Aber ja, Training ist mein Leben. Hier ist so für mich zu Hause mein Trainingsort, wo ich dann ein bisschen baller. Jetzt hast du vor 2 Jahren so gedacht, dass ich alles so... Niemals, niemals. Man muss ja einfach auch sagen, wo ich angefangen habe mit dem Kram, da war ich Hartz-IV-Empfänger so. Hartz-IV-Empfänger, ne? Gerade im Wandel gewesen, habe so für mich den Weg entdeckt, dass ich gesagt habe, ich möchte was machen, was mir Spaß bringt, sonst nichts mehr. Und dann habe ich losgelegt, habe den guten Marcel gehabt, den Monte, der mich schon lange überreden wollte, dann mit Social Media anzufangen. Ja, und ich habe immer gesagt, verpiss dich, weil ich hatte so ein kleines Oldschool-Handy, hatte nicht mal ein Smartphone, gar nichts.
Ja, und dann irgendwie da war das so das kleine Übel für mich. Ich habe dann gedacht, was kann ich machen? Was für Spaß? Mhm. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. Aber wen interessiert die Piste, wenn irgendein Erzieher fängt auf einmal ein Buch schreibt? Und ja, dann habe ich mir alles zusammengereimt. Was kann ich machen? Ich bin ja nicht Hartz-IV-Empfänger gewesen, weil ich gedacht habe, ich gammel jetzt und wollte mir einen Plan machen. Mhm. Wie kann ich mein Leben in den Griff bekommen? Habe ich gedacht, Social Media. Und dann habe ich mit dem Kram angefangen und habe angefangen, dann halt meine Sketches bei Instagram zu machen und gleichzeitig YouTube angefangen, habe da meine Lebensgeschichte erzählt. Eine Lebensgeschichte? Also wirklich viele Teile, ne? Viele, viele Teile. Also 120, 130 Teile habe ich geballert. Ja, bis ich irgendwann dann gesagt habe, weil die waren sehr grenzwertig teilweise. Und dann kamen so Videos wie, habe ich erzählt, auf dumm, ich bin da nicht stolz, aber ich werde auch so die Videos nicht wiederbringen, wie ich irgendeine, die über 100 Kilo plus, habe ich das dann genannt, die ich dann weggeballert habe. Und habe ich das erzählt, ne? Jetzt haben Frau, Opa, Oma, aber alle meinen Kanal abonniert. Zum Schluss scheiße ich drauf, würde ich machen, trotzdem. Aber irgendwie fühle ich das nicht mehr so wie früher. Ich mach's, also ich habe diese Videos dann abgebrochen irgendwann, es ging nicht anders. Aber nicht, weil ich jetzt gedacht habe, irgendjemand könnte labern, sondern einfach, weil ich für mich gemerkt, ich habe es nicht mehr gefühlt. Mhm. Und dann kam gleichzeitig nämlich der Übergang zu dieser Food-Geschichte. Da habe ich langsam gemerkt, mal ein Kochvideo gemacht, hat mich gebockt. Habe dann mal irgendwann Food-Vlog gemacht, habe gemerkt, das flasht die Leute. Mhm. Und durch meine Leidenschaft zum Essen und auch, sag ich mal, mein Talent, das irgendwie den Leuten zu erklären, habe ich gemerkt, das ist irgendwie noch viel geiler. Und zugleich, und das muss man auch immer sagen, und ich finde, da muss man auch ehrlich sein, man hat gemerkt, die Leute gucken es. Irgendwo mache ich das, ich mache es aus Spaß, aber natürlich möchte ich mein Geld damit verdienen. Gut. Ja. Setz mal hin. Ja. Ja, komm mal, sag mal hier, Holle in Action. Hier ist meine Streaming-Ecke. Ich bin ja auch bei Twitch aktiv am Start, immer Samstag, Sonntag. Dann wird entweder live Essen getestet und IRL streamen. Ja, oder ich reacte hier ein bisschen, oder ich koche halt unten. Ne? Ich koche halt, aber das in letzter Zeit selten, weil auch Kind, Essenszeiten, aber das wird auch wieder öfter kommen. Ja, und dann lege ich hier los und talk einfach frei raus. So, ne? Ich wollte auch gerne nochmal einen Werbepartner auf Twitch haben, aber ihr könnt euch so vorstellen, wie meine, ich weiß nicht, wie viel von unseren Talks jetzt reingeschnitten wird. Das ist nicht so werbefreundlich. Ich krieg Hunger. Kriegst Hunger, wollen wir Döner fressen gehen? Wenn uns einer den besten Döner hier zeigen kann. Oder? Genau, ich zeige den besten Döner, den man jetzt kriegen kann. Es wäre gelogen, wenn ich sage, es ist irgendwie einer der besten im ganzen Umkreis, der beste in Deutschland oder so, aber jetzt aktuell, wo du hier den besten Döner kriegen kannst, das zeige ich dir. Abfahrt. Also Leute, wir werden jetzt zum, ich sag mal, Buxtehudes Nummer 1 Döner, wenn wir hingehen. Ich kenne die Jungs seit je Zeiten so. Wisst ihr, das ist einer der ersten Döner, die ich in meinem Leben gegessen habe. Bin ich schon mit 15 hin, keine Ahnung, bin dahin. Die Jungs, die jetzt da sind, standen schon damals da und schon damals haben die mir Stories erzählt von ihrer Jugend. Irgendwelche Schlägerei-Stories, sonst was. Und ich saß da mit großen Augen, hab dazugehört. So, und jetzt begegnet man dem Ganzen ein bisschen mit anderen Augen. Aber nun ja, jetzt gehen wir hin und fressen unseren Döner. Ja, ich nehme euch ein bisschen mit auf die Reise. Moin Moin. Hi. Hey, ich habe hier wieder eine Kamera am Start. Also ich habe eben schon gesagt, dass Ismet hier alter Schulkollege, Fußballkollege von mir, sein Bruder ist am Start. Früher stand hier noch, die haben umgebaut. Da habe ich größten Respekt vor den Jungs. Die hatten früher einen ganz kleinen Laden, das war nur das hier. Und inzwischen haben die hier angebaut. Shisha-Bar, da eine Bar. Also denen gehört Buxtehude eigentlich, kann man sagen. Ah, geil. Mhm. Cool. Ah. Also, was sind für dich so Kriterien, wo du sagst, also jetzt unabhängig von hier, wo wir sind, sondern generell, Brot, knackig, also... Ja. Ich finde, es gibt unendlich Möglichkeiten, Döner wirklich geil zu machen. So. Es gibt keine genauen Vorgaben, außer das Fleisch ist das Herz des Döners. Das muss top sein. Und da muss man auch einfach sagen, bin ich auf der Schiene. Die Jungs machen spitzen Döner in dem Rahmen, der denen gegeben ist. Aber das ist halt bestelltes Fleisch vom Döner von der Fabrik. Und wirklich, sag ich mal, bei meinem Ranking Top-Döner, die machen ihr Fleisch selber. Ne? Also die haben da vielleicht einen Partnerbetrieb, eine richtige Fleischerei. Dass das anfällt oder machen es hinten wirklich in der Küche selber. Das ist für, sag ich mal, bei mir ein Top-10-Döner, Voraussetzung. Und sonst gibt es unendlich Möglichkeiten. Da gibt es weiches Brot, da gibt es welches, das ist kross von außen. Da gibt es welches, ja, das ist präsenter im Döner. Da gibt es welches, das ist eher hinten an. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, einfach einen Döner zu gestalten, dass das Spaß bringt. So ein Erfahrungswert, dass die Leute, die spezialisieren sich auf was, machen entweder nur Döner, jemand, der macht nur Burger, das ist oft auch im guten Restaurant. Die haben dann 5 Gerichte auf der Karte, aber die gut, die frisch, die richtig knackig. Und das zieht mehr als so eine 800 Artikel Speisekarte, weil du kannst dich hinstellen, den in der Küche selber zusammenschustern, aber wenn das scheiße schmeckt, schmeckt das scheiße. Da hast du nichts von deinem Selfmade. Und das ist zum Beispiel ein Döner hier, der ist nicht selbst gemacht, aber ein ehrlicher Döner. Das ist ein ehrlicher Döner, ja.
für einen nicht selbst gemacht. Das ist ein ehrlicher Döner, stabil. Die Jungs machen das mit Liebe, die machen das seit Jahren und das schmeckt halt so, ne? Und ihr wirst du zufriedengestellt. Liebe Zack Plus Community, eine Ehre hier auf dem Kanal zu sehen zu sein. Ich freue mich, dass ich dabei war. Ich hoffe, euch hat das auch Spaß gemacht mit mir, der Tag. Schmeckt. Schmeckt, ne? Ja, und dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal bei mir auf dem Kanal vorbeiguckt. Holle 21614 und auch Holle findet ihr das auch. Ja, und dann hoffe ich, oder ich weiß, wir werden bestimmt auch viele Jahre Spaß zusammen haben, ne? Auf jeden Fall. Wann ich das letzte Mal in Buxtehude? Macht's gut, Leute. Ciao.